Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. In diesem Video die moderne Beigesellung 2 von 2, Teil 2 von 2, will Bruder Ibrahim Abu Naji auf einen ganz wichtigen Aspekt oder wollte auf einen ganz wichtigen Aspekt hinweisen, nämlich der Schirk, die moderne Beigesellung in der heutigen Zeit. Dieser Vortrag wurde in der Medienwelt auseinandergenommen und man hat es so dargestellt, dass Bruder Ibrahim Abu Naji die Fatwa aus Saudi-Arabien, die wir hier gleich hören werden, die Fatwa, dass wer also 3 Tage nicht betet, der gehört getötet, dass also Bruder Ibrahim Abu Naji diese Fatwa zitiert hätte, weil er diese begrüßt und weil er also die Zuhörer damit bedrohen will, unter Druck setzen will, dass sie ja ihr Gebet einhalten, ansonsten müssten sie damit rechnen, dass diese Strafe sanktioniert würde. Ja. Oder er an diese Strafe erinnern würde und sogar die Motivation in sich trägt, diese Strafe am besten anzuwenden. Die Medien haben es also so dargestellt, dass eine Parallelgesellschaft existiert, in der Bruder Ibrahim Abu Naji lebt, wo eben auch diese Fatwa in die Tat umgesetzt wird, also wo also die Todesstrafe in die Tat umgesetzt wird in der Parallelgemeinde, die sich da wohl in den Augen der Medien etabliert hat und so weiter und so fort. Urige Vorstellungen, ja, der schwarze Abt im Hintergrund, der nur darauf wartet, mit der Sense zuzuschlagen, ja. Also ich möchte das jetzt mal hier an dem Ausschnitt mal deutlich zeigen, wie man bodenlos unverschämt lügt, einfach nur, um eben den Islamhass zu rechtfertigen, mittels Lügen. Sie haben keine Möglichkeit, den Islamhass zu rechtfertigen mittels der Wahrheit. Sie müssen lügen, weil der Islam überhaupt keinen Anlass gibt, dass man sich so verhält, wie die Medien sich heute verhalten. Und Bruder Ibrahim Abu Naji als gläubiger Muslim gibt überhaupt keinen Anlass, dass man so reagiert, wie die Medien heute reagieren. Es sei denn, man lügt über ihn. Das heißt, seine Vorträge werden auseinandergezogen und in einen völlig anderen Kontext gebracht. Ja? Und das werde ich jetzt beweisen mit diesem Vortrag, den er damals gehalten hat. Das war am 19. Mai 2010, da es dann auch in diesem Zeitraum hochgeladen wurde auf YouTube. Da war es dann auch in dem Zeitraum im letzten Jahr, wo die Medien sich drauf gestürzt haben, Ibrahim Abu Naji verbreitet, dass man diese Fatwa am besten hier in Deutschland, ja, mitten unter uns anwenden soll. Schauen wir uns mal diesen Vortrag in diesem Punkt genauer an, um anhand dieses Beispieles auch zu dokumentieren, wie gelogen wird, wie konstruiert wird, wie Realitäten geschaffen werden, nur um eins. Nur um eins. Um zu lügen, damit man auf der Basis dieser Lügen hetzen kann. Ja? Okay, dann schaut euch das mal hier genauer an. Gibt es eine Fatwa mittlerweile? Fatwa heißt Urteil. Jemand, der nicht betet, man muss ihn ermahnen und nur 3 Tage Zeit geben. Wenn er immer noch nicht betet, der muss getötet werden. Das ist ein Fatwa. Und wir haben das schriftlich, weiß, schwarz auf weiß. Jetzt, derjenige, der nicht betet, der schadet sich selbst. Jetzt, was ist mit deren König, der Zinsen erlaubt? Wie viele Menschen schadet er durch diese Tat? Aber diesen kleinen Mensch, der nicht mal weiß, was Gebet ist, sagen die Gelehrten jetzt, der muss getötet werden. Das ist, was der Prophet a.s. gesagt hat. Der Diener von dem Prophet Muhammad a.s. Also, wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, erstmal erfolgte das Zitat der Fatwa mit Einblendung, mit Untertitel. Um also deutlich zu sagen, das ist die Fatwa. Dann kommt der Hinweis, wer doch nicht betet, der schadet doch nur sich selbst. Jeder Muslim weiß, vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es geht ja hier um den Vortrag, die moderne Beigesellung. Die Kritik kommt dann sofort dahinter.
dass die Gelehrten derartige Urteile fällen gegen die kleinen Leute, die nicht einmal wissen, was Gebet ist, ihnen nicht einmal das richtig darlegen. Denn wir beten nicht für den Gelehrten, wir beten als Diener für Allah subhanahu wa ta'ala, wobei Allah subhanahu wa ta'ala davon nichts hat. Ja? Das bereichert nicht seine Herrschaft. Wir brauchen die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir brauchen den Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und durch dieses Gebet wollen wir diesen Segen erlangen. Allah subhanahu wa ta'ala benötigt uns nicht. Er braucht uns nicht. Er braucht unsere Gebete nicht. Aber schon gar nicht, und das ist hier, was hier deutlich gemacht wird, schon gar nicht, weil es geht ja im Vortrag die moderne Beigesellung, ja, dass sich dieser Gelehrte dahinstellt, ein derartiges Urteil fällt gegen den kleinen Mann, wie wir jetzt gerade gehört haben, der nicht einmal weiß, ja, richtig das gelehrt bekommen mit dem Gebet. Aber, und jetzt kommt die Kritik, diejenigen, die Großen in Saudi-Arabien, die Zinsgeschäfte praktizieren, wir wissen mit großer Verschwendung, was in Saudi-Arabien geschieht, ja, da sagt man nichts. Da wird kein Urteil gefällt. Zum einen wird deutlich gemacht, wenn ihr nicht betet, schadet ihr euch doch nur selbst. Was brauchen wir solche Urteile? Wir schaden uns selbst vor Allah subhanahu wa ta'ala, der Strafe im Jenseits. Wir brauchen nicht solche Urteile. Aber diese Urteile werden gefällt. Aber die Großen, die richtig Haram machen, ja, mit Zinsen, die lässt man walten. Und da gibt es keine Fatwa gegen. Im kompletten Kontext geht es also nicht darum, dieses Urteil zu befürworten, sondern zu kritisieren. Und es gibt zwei Aspekte, und gleich werde ich das, wo ich das Video gestoppt habe, weiterfahren, damit auch deutlich wird, dass es genau darum geht. Es geht um den Aspekt, die Kleinen urteilt man ab, den Kleinen bürdet man dies alles auf. Und das nur für ein Unterlassen des Gebetes, wo der kleine Mann vielleicht nicht richtig gelehrt bekommen hat, dass wenn er nicht betet, er nur sich selber schadet. Warum soll er dafür einer Todesstrafe ausgesetzt werden? Wohingegen die Großen, die richtig verschwenderische Geschäfte machen, 10 Rolls-Royce und 20 Ferraris in ihren Garagen stehen haben, was absolut unislamisch ist, darüber hört man nichts. Ja? Und damit er das deutlich macht, damit Bruder Ibrahim Abu Neji das deutlich macht, führt er das jetzt an einem Beispiel aus, dass nämlich genau davor der Prophet Mohammed a.s. gewarnt hat, dass man also die Kleinen abstraft, wobei hier noch die Kritik ist, wenn ihr nicht betet, schadet ihr euch doch nur selbst. Aber die Großen lässt man laufen. Ja? Die können machen, was sie wollen. Davor hat der Prophet Mohammed a.s. gewarnt. Und jetzt wird hier eine Geschichte anhand in einem Hadith, eine Begebenheit dargelegt als Beispiel und Exempel, ja, wie wichtig es ist, eben auch die Führenden, ja, in den islamischen Ländern zur Rechenschaft zu ziehen und dahingehend die Urteile und die Fatwa zu erstellen. Und nicht auf den kleinen Mann, der nicht betet, sondern auf die Großen, ja, die diese verbotenen Zinsgeschäfte, Verschwendungen und all dieses vornehmen. Ja? 30, 40 Ferraris in der Garage und im Wettstreit Hochhäuser bauen. Ja? Dass die zur Rechenschaft gezogen werden müssen und durch solche Urteile zur Raison gebracht werden müssten. Aber die lässt man walten. Aber den kleinen Mann, den geht man richtig an. Und der Beweis, dass es genau so gemeint ist, erfolgt dann jetzt im Anschluss. Er kam zum Prophet Muhammad und hat ihm gesagt, O Prophet Gottes, da ist einer draußen, der hat geklaut. Vergib ihm. Der Prophet Muhammad war sauer, wütend und hat ihm gesagt, Waihak, Waihak, Waihak bedeutet, wehe mit dir. Zugrunde gehst du. Wie kannst du Allahs Gesetze diskutieren? Und der Prophet a.s. hat die Menschen gesammelt und hat eine Predigt gehalten und gesagt, Wallahi, ich schwöre bei Allah, wenn meine Tochter Fatima klauen würde, ich werde ihr Hand abhaken. Die Völker vor euch, Christen und Juden, haben nur
die Armen bestraft, aber die Reichen, oder bei den Reichen haben sie die Augen zugemacht. Hier haben wir also eindeutig die Intention gehört. Ja, es beginnt damit, wer nicht betet, schadet sich doch nur selbst. Und zwar aus dem Grund als Muslim, dass er sich den Segen vorenthält. Dass aber die Gelehrten dazu übergegangen sind, deswegen der Vortrag heißt, die moderne Beigesellung, ja, sich wie Götter aufzuspielen, ja, Todesurteile zu verhängen, wo Allah subhanahu wa ta'ala keine Todesurteile verhängt hat, wenn jemand 3 Tage nicht betet. La ikraha fi din, kein Zwang im Glauben. Ja. Aber im Umkehrschluss, wo wirklich Handlungsbedarf ist, diese Verschwendung, diese Korruption, diese Zinsgeschäfte, dieses gegenseitige von der Führerschaft in Saudi-Arabien sich gegen oder in den arabischen Ländern sich gegenseitig zu konkurrieren, wer die höchsten Häuser baut. Ja? Unlängst haben wir selber gehört, die teuerste Yacht der Welt. So voll mit Platin und Gold und Silber und alle Edelmaterialien, die man sich nur vorstellen kann. Das wird nicht geahndet. Und deswegen hören wir am Ende, die armen Menschen werden bestraft, ihnen wird alles aufgebürdet und die Reichen, die lässt man ziehen und gewähren. In diesem Kontext wird diese Fatwa zitiert, um das Fehlverhalten deutlich zu machen. Nicht um es zu begrüßen, sondern um das Fehlverhalten deutlich zu machen. Was macht man daraus? Ibrahim Abu Neji begrüßt diese Fatwa und möchte sie am liebsten mitten in Deutschland, wahrscheinlich mitten auf dem Kölner Marktplatz oder vor dem Kölner Dom praktizieren. Das ist, wie die Hetze in Deutschland funktioniert. Indem Elemente aus einer Rede, aus einem Vortrag genommen werden, komplett aus dem Kontext rausgerissen, in den gewünschten Kontext gebracht werden, der am liebsten die Straftatbestände, die man konstruiert, erfüllt. Ja? Volkshetze, Aufstachelung zur Gewalt, ja? Am besten Veränderung des Grundgesetzes, ja? Einführung der Todesstrafe mitten in Deutschland und so weiter und so fort. Ja? Glaubensüberzeugungen und politische Aktivitäten und so weiter werden dann natürlich nicht mehr differenziert. Wird einfach nur aus der Predigt das herausgezogen und was daraus gemacht? Ein Instrument der Hetze. Nicht mehr und nicht weniger. Und an diesem Beispiel sollte das ganz deutlich werden, welche Intention in dieser Rede verfolgt wurde, auch sogar herangeführt mit einem Beispiel, und dass im Gegenteil im Gesamtkontext diese Fatwa kritisiert wird. Dass ganz deutlich gesagt wird, ihr schadet euch doch selbst, wenn ihr nicht betet. Wozu stellen sich die Gelehrten dahin und machen derartige Urteile? Statt den Menschen zu erklären, ja, der kleine Mann, der nicht einmal weiß, was das Gebet bedeutet, wie er selber ausführt, statt ihnen das barmherzig zu erklären, den Menschen zu sagen, ihr schadet euch doch nur selbst im Hinblick auf das Jenseits und die Bestrafung im Jenseits. Stattdessen machen die Gelehrten diese Fatwa, aber die Großen, die richtig Verbrechen begehen, Korruption bis zum Abwinken, die lässt man walten. Und dann kommt zum Abschluss, um diese Aussage zu untermauern, das Beispiel aus den Ahadis, dass der Prophet Muhammad a.s., den er hier als Referenz anführt, gesagt hat, die Gemeinschaften vor euch sind zugrunde gegangen, ja, weil sie die Armen bestraft haben und die Reichen, respektive die Führenden, gewähren lässt. Und um diese Aussage geht es hier, in diesem Video, was auch durch den Titel klar gemacht wird, die moderne Beigesellung, ja. Denn das ist nichts anderes, als dass die Gelehrten sich zu Göttern aufspielen, derartige Fatwa erlassen, ungerechterweise gegen den kleinen und armen Mann, aber den Reichen, der richtig Verbrechen begeht, den lässt man gewähren. Also was kann man hieraus ziehen? Wieder einmal eine Rede aus dem Kontext gezogen, um zu hetzen. Und dann lesen wir der Hassprediger. Ja, klar, ich meine, ich kann jede Rede, ja, 2 Sekunden Sequenzen mir rausnehmen, wo vielleicht der Redner nur zitiert,
ja, wo er vielleicht nur zitiert. Und dann nehme ich das Zitat und sage, das ist seine Kernaussage und bilde mir daraus eine Schlagzeile. Das heißt, mit dieser Methode kann ich jeden fertig machen. Jedweden. Ich kann sogar nur Referenzen heranziehen als Zitat und sagen, das wird von dem begrüßt, obwohl er das nur als Zitat genommen hat, um im Gegenteil es zu kritisieren, wird die Intention der Rede außer Acht gelassen. Es reichen diese Bruchstücke, ja, aus solchen Predigten, um daraus Schlagzeilen zu bilden und auch gleichzeitig, wie wir jetzt aktuell erfahren, ja, um daraus eben auch Klagen zu formulieren. Weil die Medien schüren eine Emotion, schüren eine Stimmung, haben das von Anfang an, schon seit ein paar Jahren, gegen Pierre Vogel, gegen Ibrahim Abunaji vollzogen. Und man hat den Eindruck, ja, dass das dann entsprechend sich vollzieht, dieser Eindruck, dass die jetzt wirklich da den bewaffneten Dschihad sozusagen vorbereiten, dass sich das bis in den zuständigen Behörden festgesetzt hat, ja, und auch bei den Exekutivbehörden, dass sie diese Aussagen aus dem Kontext reißen, weil sie es nur noch vor diesem Hintergrund sehen. Hintergrund aber hier konstruierter Hintergrund. Ja? Es gibt nicht eine einzige Videobotschaft von Bruder Ibrahim Abunaji, nicht eine einzige, wo er zum bewaffneten Dschihad aufruft. Wenn man sagt, jemand ruft zum bewaffneten Dschihad auf, dann muss es einen klaren Aufruf geben. Ansonsten ist es kein Aufruf. Ich kann nicht sagen, wenn jemand etwas zitiert und sagen, ha, hier versucht er zum bewaffneten Dschihad aufzurufen. Dann kann ich interpretieren, ja, bis morgen früh. Dann kann man auch alle meine Videos nehmen und wenn ich dann sage, ja, morgen geht die Sonne auf, dann kann man sagen, das ist ganz klipp und klar eine versteckte Botschaft. Ja, Sonne steht hier für den Terror, aufgehen bedeutet Aufbruchstimmung, das ist eine versteckte Botschaft, verschlüsselte Botschaft an seine Anhänger, ja, um zum Terror aufzurufen. So ist die Situation in Deutschland geartet. Egal, was diese Prediger dann sagen, dass sie sich davon distanzieren, dann heißt es, das tun die nur in der Öffentlichkeit. Jetzt überlegt euch mal diesen Schwachsinn. Das tun sie nur in der Öffentlichkeit. Aber es ist doch angeblich der Straftatbestand, öffentlich dazu aufzurufen. Aber dann heißt es, öffentlich tun sie es nicht. Ja, und worin besteht dann der Straftatbestand, öffentlich zu etwas aufzurufen, wenn sie es öffentlich nicht tun? Ne, sie tun es hinter den verschlossenen Türen. Ach so, ein vermuteter Straftatbestand reicht dann auch, um daraus eine Klage zu formulieren. Oder eben, indem man jemanden in einen Background drückt, ja, durch die Medien, durch diese massive Infogewalt, die absolut nicht stimmig ist, aus dem Kontext gerissen wird. Und dann sind bestimmte Elemente vorgeprägt und dann ist es ganz egal, wenn man dann jemanden ein Video 20 Sekunden nur vorspielt und sagt, hier wird ein Urteil begrüßt aus Saudi-Arabien, reicht das schon, dann wird er schon in den Bericht des Verfassungsschutzes mit aufgenommen. Ja? Ibrahim Abunaji, ja, befürwortet Fatwa aus Saudi-Arabien. Verfassungsfeindlich. Ja? Ist dabei, die Verfassung auszuhebeln. Propagiert Einführung der Todesstrafe in Deutschland. Ja? Womöglich hat er auch schon genug Wählerstimmen, um das zu realisieren. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Objektivität. Ja? Wenn man jetzt sagen würde, in der Komplettsituation, was das Urteil angeht, wenn jemand das so aufgreift und sagt, hier, der hat diese Fatwa hundertprozentig befürwortet, wenn ein Richter das sagen würde, aufgrund dieses Videos, was ich hier gerade eingespielt habe, dann ist ganz klar zu sagen, Herr Richter, Sie sind befangen. Das ist ein Befangenheitsantrag sofort zu stellen. Weil wenn ich sage, jemand ruft öffentlich zu etwas auf, dann kann ich nicht anfangen zu konstruieren. Ich kann nicht jemanden, ja, so etwas vorwerfen und ich habe keine klaren Fakten, sondern lediglich Vermutungen oder Interpretationen. Denn das ist ein schwerer Vorwurf. Und ein derart schwerer Vorwurf muss klar begründet sein. Sonst kann ich jedweden fertig machen und sagen, du rufst dazu auf. Selbst wenn es eine friedliche Rede ist, kann ich sagen, es ist verschlüsselt. Es ist verschlüsselt, ja. Wenn sich Pierre Vogel demnächst am Bart zupft, ja, an einer bestimmten Stelle in der Rede, ohne dass es so gemeint ist, es kann sein, dass er zum Beispiel sagt, die Menschen jüdischen Glaubens, in einem Satz, ja, und dann auf einmal zupft er sich an den Bart und dann sagt man, seht ihr, hier versucht er seine antisemitischen Züge übers Zupfen des Bartes
darzustellen, dass die Leute genau wissen aus dem Kontext, warum zupft er sich an der Stelle an den Bart. Das ist doch eine Geringschätzung gegenüber Menschen jüdischen Glaubens. Man kann so viel konstruieren, dann kann man sagen, es ist Antisemitismus, versteckter Antisemitismus. Ja? Versteckte Aufforderung zu Straftaten. Ich möchte gerne wissen, versteckte Aufforderung. Ja? Das wird immer interessanter. Das wird immer interessanter. Das heißt, die Menschen werden mundtot gemacht. Weil es könnte sein, dass etwas, was gar nicht so gemeint ist, ja, von den Leuten, die besser interpretieren als der Redner, ja, sondern es ist ein versteckter Aufruf. Ja, dann kannst du dann sagen, mir passt das absolut nicht. Aha, mir passt das absolut nicht. Das ist aber nicht nur eine Äußerung, die man hier als Missbilligung werten kann, sondern das ist ein versteckter Aufruf, diejenigen aufzufordern, dagegen etwas zu unternehmen. Ja, es ist nicht einfach nur eine Kritik, sondern die Zuhörer sollen animiert werden, in diesem gesamten Kontext etwas zu unternehmen. Ja, das heißt, wenn sich jetzt also ein Prediger vor einer muslimischen Gemeinschaft stellt und sagt, gegen die Ungerechtigkeit der Muslime in Deutschland müssen wir was unternehmen, wachet auf. Ja, damit meint er eigentlich nur Proteste und Kundgebung. Aber wenn der Satz so stehen bleiben würde, würde man sagen, aha, ist also eine Anstiftung hier zum Terror oder wie? Das heißt, wir haben also eine gewaltige voreingenommene Haltung und leider natürlich auch eine Ausbeutung, dass vor diesem Hintergrund jede Aussage ja, entsprechend sofort so gewichtet werden kann, dass man daraus eine Klage konstruiert. Ja? Erst einmal von der Medienseite. Ja, wir wollen das ja nicht den Exekutivorganen unterstellen. Erst einmal von den Medienseiten, von der Berichterstattung. Das Problem ist nur, wenn die Berichterstattung dann natürlich ins Rollen kommt, dass eine Grundstimmung geprägt wird, eine Grundhaltung geprägt wird. Ja, und das kann natürlich auch auf die Exekutivorgane übergehen. Ja? Dass die auch entsprechend sagen, der ist hinreichend bekannt in diesem Kontext. Und dieses in diesem Kontext hinreichend bekannt ist äußerst fragwürdig. Ja? Weil es ist nicht an Indizien orientiert, sondern an Vermutungen, an Konstruktionen. Hier versucht er ganz offensichtlich, die Leute zu indoktrinieren, obwohl es gar nicht geschieht. Aber man kann es hineindeuten, man kann alles hineindeuten. Ja? Und dann kann man sagen, ja, also mit diesen Äußerungen, genauso wie ich das demonstriert habe, wenn es dann heißt, diejenigen, die der Tora folgen per heute und sagen, das ist Gottes Wort, sagen wir Muslime, das ist Gotteslästerung. Ja? Und für Gotteslästerung geht man in die Hölle. Und wenn man sagt, was ist denn das? Das ist ja Beschimpfung von Glaubensbekenntnissen. Und wenn man sagt, ja, was steht denn in den Büchern drin? Und wenn dann da drin steht, die ganze barbarischen Verse, die ich schon zitiert habe, ja, dann erscheint das Ganze plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ja? Und dann ist das keine Beschimpfung von Glaubensbekenntnissen, sondern ein Hinweis, diese Bücher ja nicht wörtlich zu nehmen. Und ja nicht als göttliches, unverfälschtes göttliches Wort zu nehmen, weil das ja implizieren würde, es zu befolgen, wenn man einem Gläubigen sagt, das ist göttliches Wort. Ja, da muss man nur lesen, was drin steht. Und dann begreift man auch, Moment, das ist ja gar keine Beschimpfung von Bekenntnissen, im Gegenteil. Ja, das ist eine Aufklärungskampagne, die von den eigenen Theologen selber vorgenommen wird. In der Theologieschrift, wie der Teufel in der Bibel hauste. Das muss man mal lesen, diese Schrift. Ja, muss man mal lesen, von Anfang bis Ende, was die Theologen dort schreiben. Und dann kommt man zu der Quintessenz, nimmt ja nicht alles wörtlich. Es gibt einen guten und einen schlechten Teil. Es gibt einen Einfluss, der sehr, sehr negativ ist. Es gibt aber auch einen wahrhaftig guten Teil, der die Menschen moralisch erzieht. Aber es gibt Dinge, die sind einfach nicht hinnehmbar. Ja, wie kann ich dann sagen, das wäre ein Straftatbestand, wenn man sagt, wenn ein Christ sagt, er folgt dem Alten und dem Neuen Testament, so wie die Kirche das in ihrer Deklaration hat, es ist uneingeschränkt Gottes Wort. Ja? Das heißt, ganz klipp und klar, wenn jemand aber sagt, ein Christ, nee, ich folge meiner Bibel nicht, ja, dann sagen wir Muslime auch nicht, du gehst in die Hölle. Ja, dann sagen wir ihm, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt musst du aber zur ganzen Wahrheit. Die Ablehnung der Schrift ist doch schon mal der richtige Ansatz. Aber nicht die komplette, sondern wir sagen, da ist ja auch Wahrheit drin, so wie die Theologen es auch sagen. Das heißt, es ist eine Wahrheit, die unter den Theologen selbst verbreitet ist. Und wenn man diese aufnimmt, ist das ein Straftatbestand? Konstruktionen dieser Art sind äußerst gefährlich. Weil wie gesagt, dann kann ich jedwedem, dessen Nase mir nicht passt, dem kann ich alles unterstellen. Und das kann man ja wohl hier an dieser Rede eindeutig sehen. Da wird eine Fatwa zitiert. Aha, der befürwortet das, sonst würde er es ja nicht zitieren. Was dann aber noch dazu gesagt wird, interessiert dann nicht mehr. Der Stempel ist schon aufgedrückt.
Denkt genau mal darüber nach. Und nicht nur in eurem Interessensgebiet zu sagen, ja, ist egal, Hauptsache es geht gegen den Islam. Sondern sich auch mal Gedanken zu machen, wenn so etwas immer mehr Methode nimmt in allen Bereichen, dann werden die Menschen systematisch mundtot gemacht. Systematisch. Und jedwede Kritik am System ist nicht erlaubt, weil man daraus alles konstruieren kann. Was für einer Gesinnung folgt dieser Mensch? Ja? Kritik ist dann automatisch verfassungsfeindlich oder in späteren, wenn wir an das NWO-System denken, Kritik am System. Ja? Das ist dann die wahre irdische, aus deren Sicht Gotteslästerung, die Gotteslästerung an das System der neuen Weltordnung, dem neuen Gott, der da kreiert wird in den Köpfen der Menschen und das vorbereitet wird. Deswegen Mind Control ist sowieso nicht möglich. Aber was schlimm ist, ist, wenn jemand öffentlich geziemend auftritt und man ihm sagt, das macht er nur in der Öffentlichkeit, hinter verschlossenen Türen geht es zur Sache, ohne Indizien, ohne Beweise, sondern nur aus Mutmaßungen, nur aus Vermutungen und zu sagen, der verstellt sich nur. Der verstellt sich nur. In Wirklichkeit hat er ganz andere Intention. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und auch wenn man gegen den Islam ist, sollte man sich aber, was diese Methodik angeht, mal genauere Gedanken machen. Wassalamu alaikum wa rahmatillah an meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen ein tiefes Nachdenken.